Moin, 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 Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das brandneue und finale große Update in dieser Season ist am Start und wir haben eine Menge Sachen. Und ganz wichtig, es ist jetzt bestätigt, wir werden ein Live-Event am Ende der Season bekommen. Es gibt eine Menge Spoiler, also passt auf, was ihr auf den sozialen Medien macht. Es werden viele, viele verrückte Leute natürlich Spoiler mit allen anderen teilen. Aber wir besprechen alles, was sich in-game getan hat, denn die Pyramide fängt jetzt langsam an, sich selber zu bilden. Und es gibt noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel die nächste Abstimmung und so weiter. Erstmal bekommen wir wie immer bei jedem Update gratis Items, und zwar als allererstes für die Fortnite Crew Mitglieder. Wenn ihr die letzten Fortnite Crew Skins besitzt, das heißt einmal Flammenwolf, Ursprung des Chaos und Sierra, bekommt ihr diese neuen goldenen Stile. So sieht der goldene Stil für Flammenwolf aus. Man sieht auch eine Menge Shadow Logos, das heißt diesen Teil von Shadow. Danach, warum kann ich jetzt nicht wechseln, aber egal. Danach Ursprung des Chaos sieht auch so aus, viele Shadow Logos, goldene Maske und Sierra hat den besten Stil in meinen Augen mit dem schönen Shadow-Mantel und dem goldenen Helm. Fordern wir direkt ein und im Itemshop haben wir jetzt eine riesen fette Naruto-Kooperation. Erstmal gibt es einen Trailer. Beziehungsweise eine kleine Animation, wenn man reingeht. Und ihr merkt schon, es gibt auch einen passenden Itemshop-Hintergrund, der halt wegen der Naruto-Kooperation jetzt verfügbar ist im Itemshop. Hier sind die ganzen Pakete. Wir haben einmal Naruto Uzumaki in zwei unterschiedlichen Varianten. Sieht mega nice aus. Anime halt, also dieser Anime-Effekt, wie bei den vorherigen Anime-originalen Fortnite-Skins, ist auch wieder da. Da sein Rückenaccessoire ist die Schriftrolle, bisschen groß für ihn. Danach haben wir Kakashi Hatake. Auch in drei unterschiedlichen Varianten diesmal, so sieht der zweite Stil aus und der dritte Stil sieht dann genau so aus mit einer neuen Maske. Dann hat er dieses Rundrücken-Accessoire namens Pakun, ich hoffe ich spreche das richtig aus, und wenn ihr euch das gesamte Paket holt, bekommt ihr diesen Ladebildschirm, wo Naruto Uzumaki vor Pizza Pit Pizza ist. Das ist das Paket. Das zweite Paket ist das Sasuke und Sakura Paket. Hier haben wir einmal Sasuke Uchiha in zwei unterschiedlichen Versionen mit dem Rückenaccessoire Winddämon Shuriken. Dann haben wir die Spitzhacke von ihm, Kusanagi Schwert. Dann haben wir Sakura Haruno, genau, in zwei unterschiedlichen Versionen, wie immer, oder wie vorher, Konoha Mantel haben wir als Rückenaccessoire. Und wenn ihr euch dieses Paket holt, bekommt ihr diesen Ladebildschirm, den ihr gerade bei diesem kleinen Trailer gesehen habt. Dann gibt es ein paar kleine Items. Das ist das Emote Jutsu-Beschwörung oder Jutsu-Beschwörung. Dann haben wir Ramen-Pause, wo wir einfach Ramen essen. Ja, der Wissenschaftler isst natürlich durch seinen Helm, wir kennen es nicht. Dann haben wir die Kunai-Spitzhacken in zwei unterschiedlichen Stilen, wie bei den vorherigen Skins. Dann haben wir die Hidans-Sense. Ich glaube, es gibt sogar einen eigenen Charakter aus dem Naruto-Franchise, der keinen Skin hat und seine Spitzhacke jetzt hier in diesem Paket ist. Und dann haben wir noch Anbu-Schwert. Ja, das sind die ganzen Items. Es gibt noch einen Hängegleiter, Freunde, und zwar Kurama. Darüber habe ich ja auch bei eines der letzten Videos gesprochen, dass es Codenamen gibt und das ist auch der Codename für diese Kooperation, also Headband. Man kann ihn reiten als Hängegleiter und wenn ihr euch diesen Hängegleiter holt, bekommt ihr auch diesen Ladebildschirm, wo die vier Charaktere aus dem Battle Bus springen. Natürlich könnt ihr, warum ist das so laut? Natürlich könnt ihr euch die ganzen Skins auch einzeln kaufen, ansonsten auch die ganzen Items. Es gibt so einen schönen Naruto-Effekt quasi bei den Items. Alles andere ist sofern gleich geblieben. Wenn ihr euch Naruto holt, Freunde, die Skins oder irgendwas, keine Ahnung, das Paket oder kleinere Items wie die Spitzhacken oder Emotes, tragt gerne meinen Supporter-Creator-Code LightsGuide10 hier im Itemshop ein. Und apropos Itemshop, Freunde, der Spind sollte normalerweise jetzt geupdatet werden. Ich muss mal gucken, genau. Okay, der wurde geupdatet, man erkennt das nicht hier, sondern man muss auf die Auswahl gehen. Und es ist einfach viel cleaner geworden, also eigentlich wie vorher. Es gibt ein neues Bild dazu, also ein neues Menü. Hier kann man wie immer die Items suchen, die man will. Muss halt einfach nur die Namen schreiben. Aber jetzt gibt es die neue Option, sortieren und filtern. Und wenn wir drauf klicken, Freunde, haben wir einmal die Liste, können wir also einmal filtern, dass auf einmal alle Skins gezeigt werden, die man besitzt. Bei mir sind das zum Beispiel 239 Skins. Danach kann ich nur die Skins anzeigen, die ich vor kurzem bekommen habe. Danach kann ich die Favoriten nur anzeigen. Skins anzeigen, die weitere Stile haben, Skins anzeigen, bei denen man Challenges absolvieren muss, um die Stile freizuschalten, Skins, die erleuchtet werden, die reaktiv sind
oder ein integriertes Emote haben. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr Optionen. Ich habe aber leider zu wenige Skins dafür, um euch das zu sagen. Was für wenig. Also 239 ist schon viel genug. Ansonsten kann man die auch sortieren nach Standard, also so wie ihr es gerade seht. Danach hat man die Sets von A bis Z, glaube ich, genau. Oder von Blau, keine Ahnung, bin mir nicht sicher. Also ihr könnt das einfach sortieren. Danach haben wir A bis Z, also die Namen. Und dann haben wir Saison, genau. So, also wann die rausgekommen sind, in welcher chronologischen Reihenfolge. Und natürlich den Häufigkeitsgrad. Je nach Häufigkeitsgrad ist es dann ein bisschen weiter oben. Ja, besser für uns, Freunde, also ein bisschen cleaner. Und es gibt auch ein... wenn ihr jetzt was favorisiert, müsst ihr, oder beziehungsweise wenn ihr nach oben gehen wollt, könnt ihr jetzt auch noch eine Taste drücken. Und zwar bei mir ist das Dreieck. Ich weiß nicht, was das bei unterschiedlichen Plattformen ist. Aber ihr könnt jetzt auch direkt nach oben gehen, falls ihr zu viele Items habt. Ja, und wenn ihr etwas favorisieren wollt, gibt es auch ein kleines Herzchen oben rechts. Also davor gab es eigentlich nur eine Markierung, jetzt gibt es ein kleines Herzchen. Dann, Freunde, kommen die alten Roboter in einer neuen Version zurück. Ihr kennt die ganzen Leaks, die ganzen Gerüchte, aber jetzt ist es offiziell. Es wurden jetzt Spendenbretter überall auf der Map verteilt und ihr könnt an diese Stationen hin, um eure Goldbarren auszugeben, damit diese neuen Versionen der alten Roboter aus diesen 10 zurückkommen. Ich glaube, das Ziel ist 1 Milliarde Goldbarren, also weltweit der gesamten Community. Und eins ist, soweit ich weiß, auch ein Corny Crops. Ich hoffe mal, dass ich die Map einblenden kann von den ganzen Stationen, wo ihr die Goldbarren ausgeben könnt. Ich muss mal gucken, ist das... ja, genau, okay. Ich habe eins gefunden. Wie gesagt, eins ist zum Beispiel hier ein Corny Crops. An genau dieser Stelle ist auch mit einer Station, mit einem Symbol markiert. Und hier könnt ihr eure Goldbarren ausgeben. Einfach spenden, Freunde. Wir haben auch keine andere Option mit einem weiteren Item. Es ist nur der Roboter und der wird dann bald zurückkommen. Es gibt sogar einen netten Trailer, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt. Was heißt vorstellen? Damit ihr sehen könnt, wie dieser Roboter in-game funktioniert. Es ist eigentlich nur eine gute Methode, um gegen die Würfelmonster anzukämpfen. Aber jetzt nicht sonderlich gegen die Spieler. Ich glaube, soweit ich weiß, wurde die Schildblase von diesem Roboter extrem geschwächt. Eine weitere neue Waffe, Freunde, sind die Papierbomben Kunai. Das ist eine mythische Version, einfach eine Papierbombe. Kunai nennt sich das Ganze. Es macht 35 Schaden, auch 35 Schaden an Gebäuden. Und man kann das maximal 6 Mal mitnehmen. Also, ja, so sieht es aus. Ich kann es schmeißen. Und nach einer Zeit, funkt das bisschen, beziehungsweise explodiert dann genau. So, ansonsten sind die Einkaufswagen, die alten Einkaufswagen, das allererste, in Anführungsstrichen, Fahrzeug, ist jetzt wieder da, Freunde. Ihr könnt das in Einkaufs- und Wohngebieten laut Fortnite finden, also zum Beispiel in Holly Hedges und Rita Road, deswegen bin ich auch hier. Aber die Rate, die Spawnrate ist sehr gering, soweit ich weiß. Also man findet das sehr, sehr selten, weshalb ich gerade versuche, das zu finden. Wenn ich es nicht finde, wisst ihr Bescheid, dass es zurück ist. Das klassische Fahrzeug, das Einkaufswagen, könnt ihr jetzt in Einkaufs- und Wohngebieten finden. Ihr könnt einen Freund draufpacken, also daran hat sich erstmal nichts getan. Ist aber eine schöne Methode, um alte Fortnite-Spieler zurückzubringen und ein bisschen noch kurz vor der Season, bevor die beendet wird, Spaß zu haben. Ah, ich habe noch einen Stil vergessen von einem alten Skin, und zwar Geometrik. Das ist der Kevin-Würfel-Skin, also extra ein Skin für den Würfel. Der hat jetzt einen goldenen Stil bekommen und ich glaube auch sein gesamtes Paket, also sein Rücken-Accessoire, seine Spitzhacke, haben auch diesen goldenen Stil bekommen. Und vielleicht ist er sogar reaktiv, aber das ist erstmal nur ein Leak. Er wird auf jeden Fall wieder mit seinem neuen Stil in den Itemshop kommen. Und alte Besitzer von dem Skin bekommen jetzt diesen Gratis-Stil oben drauf. Ah, okay, Freunde, die neuesten NPCs sind doch am Start, hab ich vertan. Kakashi ist hier, Freunde, in der Nähe von Lazy Lake. An genau dieser Stelle könnt ihr ihn treffen. Er bietet einmal die neuen mythischen Papierbomben-Kunai-Waffen an. Dreimal für jeweils 150 Goldbarren. Danach könnt ihr euch die Jägermantel hier gönnen. Dreimal für jeweils 400 Goldbarren oder euch in ein Objekt verwandeln für 75 Goldbarren. Und hier kann ich nochmal die neuesten Waffen euch zeigen. Ich muss mich mal korrigieren. Und zwar hat Fortnite bei den Patch Notes erwähnt, dass diese Waffen nur in Truhen, in Beutelamas und bei Kakashi gefunden werden können oder allgemein gekauft werden können. Hier nochmal ein bisschen Gameplay. Wie gesagt, ihr könnt die schmeißen, dann macht das bisschen Feuer und dann explodiert das Ganze nach ungefähr 5 Sekunden. Ich will mal die Reichweite gucken, das ist extrem viel. Also zum Beispiel von hier aus, das sind 400 Meter, Freunde. Also das, guckt euch das an. Also das sind extrem viele Meter. Ich
denke mal, bald werden sogar Rekorde aufgestellt, wie weit das Ganze geht. Und der zweite NPC ist der Rostmeister. Den könnt ihr hier bei Kompaktkarossen finden. Links neben Dirty Dogs an genau diesem Schrottplatz. Spricht ihn an, könnt ihr einmal die Objektverwandlung aktivieren für 75 Goldbarren und euch Stein kaufen. 10 mal für jeweils 100 Goldbarren, bekommt ihr auch 100 Stück davon. Aber Freunde, deren Stempelkarten sind noch nicht aktiv. Ich denke mal, die werden sich entweder noch im Laufe des Tages aktivieren oder eventuell, wenn sich Epic Games das anders überlegt hat, gar nicht rauskommen. Mit diesem Update wurde auch eine neue Version der Combat Shotgun, der Kampfschrotflinte, hinzugefügt, und zwar die grüne. Also das sind die Statistiken von der grünen Version der Combat Shotgun, also die ungewöhnliche. Hat jetzt eigentlich keinen großen Unterschied. Auch unser geliebter Schlachten- bzw. Battlebus wurde wegen der Naruto-Kooperation angepasst. Es gibt jetzt einen riesen fetten Stirnband oder ein riesen fettes Stirnband obendrauf von Naruto Uzumaki. Kommen wir zu den Map-Änderungen, bevor ich das Update-Video beende, Freunde. Der Bau der großen Pyramide bei der Würfelstadt hat nun begonnen. Die Würfelkönigin ist jetzt am Arbeiten, um die Pyramide zu bauen. Ihr seht es ja gerade, ich kann euch das einzelne Modell einblenden, wie die Pyramide allein ohne die Würfelstadt aussieht. Aber man sieht erstmal nur die Ecken quasi nach oben führen, und der goldene Würfel ist nicht mehr ein Würfel, sondern ein Dreieck, beziehungsweise ein doppelter Dreieck, einmal von oben und von unten. Die Würfelkönigin hat ihn extra angepasst, um die Pyramidenspitze zu bilden. Und im Spektrogramm, Freunde, wegen den neuen Umgebungsgeräuschen hier, sieht man tatsächlich, dass die Pyramide, die bald hier erscheint, etwas abfeuern wird. Ich glaube, dass das mit dem Live-Event zusammenhängt, da es jetzt bestätigt ist, dass wir ein Live-Event bekommen werden. Sehr interessant, sehr groß auch anscheinend. Also ich habe gar nicht erwartet, dass es so groß sein wird. Und apropos Live-Event, Freunde, die Insel bereitet sich darauf vor. Die nächste Map-Änderung ist hier in der Nähe von Pleasant Park. Und zwar ist das jetzt eine Art Festung. Es ist eine Festung, eine Verteidigung. Ich weiß nicht, was die Insel damit vorhat. In der Nähe vom vierten Bunker hier wurden jetzt neue wurde jetzt eine Baustelle gebaut mit neuen Baggern und so weiter, LKWs, die Ressourcen transportieren, und hier wird eine Festung gebaut. Was das bringen soll, aktuell keine Ahnung, aber man weiß durch die Leaks und durch die Dateien, dass es unterschiedliche Phasen und Stufen haben wird, ich glaube insgesamt 3, und man wird das bald auf der Minimap sehen können. Die erste Phase sieht man auf der Minimap bereits. Und die letzte Map-Änderung, die ich gefunden habe, betrifft die Gnomen, die letztens im Staudamm einen Unfall gebaut haben, weil sie geflüchtet sind vom Büro der Sheriffs, und sie sind jetzt hier in der Nähe von Slurpy Swamp und wollen ihre Boote nutzen. Sind wieder aufgestanden, machen sich bereit, um auf das Meer zu gehen, verabschieden sich auch von diesem Land hier. Aber im Großen und Ganzen war es das mit dem Update. Wie schon vorhin erwähnt, ich verlinke euch die Patchnotes von Kreativmodus und von Rette die Welt in die Videobeschreibung, damit ihr euch das durchlesen könnt. Es gibt sehr interessante Sachen, Freunde, ein neues Naruto-Kreativzentrum. Und noch ein neues Gerät, Rette die Welt wurde angepasst, neue Accolades, ich weiß nicht genau, was das ist, könnt ihr mal euch durchlesen. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um gar nichts mehr, um nichts weiteres zu verpassen und dem kommenden Live-Event mit der Würfelkönigin. Viel Spaß mit dem neuesten Update, mit den neuen Waffen und Items, haut rein und bis zum nächsten Mal.